Ja, herzlich willkommen zurück hier am Berner Digitaltag 2022. Inzwischen haben wir den Standort wieder etwas verändert und Vera Herzmann hat sich, beziehungsweise ich habe den Platz von Vera Herzmann eingenommen. Und wir sind hier am wunderschönen Kornhausplatz, inzwischen bei brauer Sonne. Wir spüren es jetzt ein bisschen, die Hitze drückt. Ich habe mein Veston an, darum entschuldigen wir, wenn es gerade ein bisschen hitzig zu und her geht. Hoffentlich nicht nur vom Wetter her, sondern noch vielleicht in der folgenden Debatte. Das nächste Thema, das wir angehen, ganz wichtiges Thema, der Digital Service Public. Irgendwie dreht sich ja auch so immer ein bisschen alles um den Digital Service Public, weil es schlussendlich darum geht, was haben Bürgerinnen und Bürger ja von dem Ganzen. Welche Prioritäten braucht es? Wie sieht das heute aus? Was wollen wir für morgen? Das versuche ich in 30 Minuten konzentriert zu diskutieren. Und zwar mit einer sehr spannenden Runde. Ich begrüße am Tisch Claudine Seiva, stellvertretende Geschäftsführerin Hauptstadtregion, aber natürlich auch Politik aktiv tätig, Stadträtin. Herzlich willkommen. Dann Ninian Päfgen, Geschäftsführerin von Swiss Digital Initiative. Herzlich willkommen am Tisch. Dann der Regierungsrat und Vorsteher von Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, Pierre-Alain Schneck. Herzlich willkommen hier am Mittagstisch am Digitaltag. Und herzlich willkommen auch Martina Egli vom Vorstand vom Smart City Verein Bern und Co-CEO von Firma Zeilenwerk. Herzlich willkommen. Ja, ich habe es gesagt, der Digital Service Public wahrscheinlich so ein bisschen eins von den drei und einer von den drei und Angelpunkten der ganzen Diskussion, weil es ja darum geht, was kann da der Bürger für einen Nutzen davon ziehen. Claudine Seiva ist die Frage an euch. Was habt ihr das Gefühl, was der Bürger, was die Bürgerin erwartet von einem funktionierenden digitalen Service Public? Also eben, dass es schon mal digital ist, nicht, dass ich es ausdrucken muss, vorbeigehen, einen Termin vereinbaren, vorbeigehen und den Pass zeigen. Aber natürlich ist für Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig, dass sie vor allem auch wissen, es ist sicher, der Datenschutz ist da. Also es sind ja doch zum Teil ja sensible Daten, die man da reingibt. Also das Vertrauen ist sehr wichtig, aber natürlich braucht es schon einen Shift. Heute ist einfach noch sehr oft, dass man persönlich vorbeigehen muss. Und das ist wirklich noch in den Kinderschuhen, dass man da wirklich, das einfach auch digital machen kann. Abstimmen zum Beispiel, das ist mir immer noch unerklärlich, wieso wir nicht schon lange das E-Voting haben. Kinderschuhe und wir sind noch nicht so weit, wie ihr es gerne hättet. Bei mir auch immer das Thema vom Tempo, da kommen wir nachher noch drauf. Jetzt wird es ein bisschen lärmiger, hoffen wir versteht uns da. Drum, ich glaube, es ist der Bernmobil-Schienenbus, der da durchfährt. Frau Egli. Nein, wir... Ja. Ich glaube, wir schnell warten, weil wir wissen nicht, gut, ob wir jetzt daheim verstehen, wenn da durchdonnert. Aber wunderbare Sache. Nicht Frau Egli, sondern Frau Päfgen, Entschuldigung, Swiss Digital Initiative. Wenn Sie das kurz könnten sagen, um was geht es bei dieser Initiative? Es geht darum, dass wir schaffen zum Thema digitale Ethik, also Fragen, eigentlich nicht nur, was ist technisch möglich heutzutage, sondern auch, was wollen wir als Gesellschaft oder was wollen wir eben nicht. Also es geht genau um so Themen wie Gesichtserkennung zum Beispiel im öffentlichen Raum. Was gewichtet man höher? Ist es einerseits die Sicherheit oder andererseits die individuelle Freiheit? Datenschutz ist ein ganz grosses Thema. Ihr habt es vorhin angesprochen. Es geht wirklich darum, dass Bürgerinnen und Bürger Transparenz haben, wissen, was passiert mit ihren Daten, wo gehen die Daten her und auch die Kontrolle haben und sie können sagen, wo wollen sie die Daten einsetzen, wer soll die haben und jederzeit die Möglichkeit, die auch wieder können, zu sich zu nehmen. Bevor ich den Schneck ins Boot hole, würde ich noch schnell überspringen und gehe zuerst zu Frau Egli. Sie sind Vorstand Smart City Verein Bern. Was hat man denn bei euch für Prioritäten, wenn es darum geht, was müsste jetzt eigentlich für die Bevölkerung endlich mal klappen und zum Laufen kommen? Ja, beim Smart City Verein haben wir verschiedenste Initiativen. Natürlich zum einen reicht das eigentlich von smarten Quartieren, wo man probiert, wie so die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund zu rücken. Oder auch, sagt das irgendwie eine Smart City Plattform, wo wir am Andenken und Konzipieren sind. Aber grundsätzlich geht es bei uns eigentlich wirklich darum, dass wir die verschiedenen Stakeholder von der Stadt Bern, also Wirtschaft, Bevölkerung, Stadt, und natürlich auch die Ausbildungsstätte, dass man die alle miteinander vereint und dass man dort eigentlich Digitalisierung nutzt, um die Bedürfnisse von diesen verschiedenen Zielgruppen zusammenzubringen und eine gescheite Lösung zu bringen, die dann auch nachhaltig und längerfristig ein Problem löst, das wir haben. Herr Schneck, als Gesundheitsdirektor vom Kanton Bern müsste bei euch das elektronische Patientendossier ganz oberst auf der Liste sein. Ist das so?
Es müsste so sein, würde ich sagen. Aber ich muss leider feststellen, dass die verschiedenen Hauptstellen, die diese Problematik vorwärts bringen müssten, gar nicht willig sind, die nötigen Anpassungen zu machen, die sogar von der Bevölkerung klar erwünscht worden durch die Abstimmung auf Ebene EID zum Beispiel, haben wir ein klares Resultat gehabt. Und was machen wir im Moment? Wir zwingen die Leute, diese Lösungen zu benutzen, die sie dagegen gestimmt haben. Und ich meine, solange dass es so bleibt, werden wir ungefähr keinen EPD eröffnen können. Es ist schade, weil wir brauchen diese Lösungen für unser Gesundheitssystem. Wir brauchen diese für die Weiterentwicklung vom Gesundheitssystem. Wir brauchen eine solche Lösung, um die Kosten im Griff zu behalten. Aber leider muss man feststellen, dass wir nicht unbedingt willig sind, vorwärts zu tun. Ich wollte Ihnen sagen, was Pierre-Alain Schnegg jetzt gesagt hat, die erste Abstimmung Idee, die Bach ab. Wir haben der Bevölkerung nämlich unter anderem nicht mit auf den Weg geben, wie das sicherheitstechnisch aussieht. Jetzt ist man aber neu unterwegs, die kommt wieder vor das Volk, also, aber die muss es ja auch geben, sonst ist ja vieles nicht möglich, was wir jetzt den ganzen Tag darüber sprechen. Unbedingt. Also ich glaube, es ist wie die Grundlage, oder? Dass wir uns identifizieren können. Ich glaube, die Bevölkerung hat dann einfach gesagt, wir wollen wirklich, dass der Staat dort die Hand drauf hat. Der Datenschutz ist dort von mir aus das Argument gewesen, wo wir es haben verloren. Was ich sehr bedauere, weil es hat uns halt wirklich alles verlangsamt. Aber dort müssen wir jetzt einen Schritt vorangehen. Ich glaube, dort hat, auch, hat man gelernt, hat die Verwaltung auch gelernt und ist jetzt dort auch mit Hochdruck dran. Aber es ist ja so, wenn man nicht sich identifizieren kann, dann wird es immer schwierig werden, abzustimmen, das Patientendossier zu haben, all die Vorlagen brauchen irgendeines, dass man sagen kann, da ist wirklich die Person, ich kann das verifizieren. Frau Pfeffinger, sind wir jetzt ein bisschen in einem Spannungsfeld, wir wollen die Digitalisierung, die vorantreiben. Ein Teil der Bevölkerung kann so kaum erwarten, dass er das ein oder andere machen kann. Hankerum ist es halt davon oder damit verbunden, dass man irgendwo Daten hinterlegen, dass der Sicherheitsaspekt gewährleistet ist. Kann man da Bevölkerung oder einen grossen Teil der Bevölkerung, der, was es braucht, dazu abholen? Das Potenzial der Digitalisierung ist unbestritten, es ist da. Aber wir reden jetzt zum Beispiel zum Thema Gesundheitsdaten. Es wäre immens, was man dort könnte für die Bevölkerung auf einen Nutzen bringen, für das Gesundheitssystem allgemein. Und dort ist natürlich die ganze Frage, genau, wer bekommt die Daten, was passiert mit diesen Daten, wer verdient an diesen Daten Geld, was kann ich mit diesen Daten machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich der erste Schritt, die Leute mitnehmen. Also nicht einfach quasi top-down sagen, okay, wir brauchen Digitalisierung, sondern wenn man den Nutzen sieht, wenn man sieht, was das alles kann bewirken für einen selber als Individuum, dann glaube ich sehr fest daran, dass man das möchte und dass die Bevölkerung das so mitträgt. Aber für das brauchen wir ein grundlegendes Wissen. Wir brauchen ein Mitspracherecht, Partizipation im Thema Digitalisierung ist auch ein grosses Thema natürlich. Und wir brauchen auch eine gewisse Garantie, dass wir eben wissen, hey, wem gehören die Daten, was für ein Sicherheitsstandard ist dort gewährleistet und auch wichtig, dass alle Zugang haben und nicht die Leute verloren gehen, die zum Beispiel nicht unbedingt Zugang haben zu technischen Geräten oder das Wissen nicht haben. Also, dass man auch möglichst einen fairen Zugang schafft für alle. Und dort das ist eine grosse Verantwortung vom Staat auf jeder Ebene, national, kantonal, aber vor einer Stadt zum Beispiel. Jetzt hat Frau Pfeffinger gesagt, dass sich die Leute natürlich auch fragen, wenn ich meine Daten gebe, gibt es andere Institutionen, die damit Geld verdienen. Ich glaube, so ein Eindruck dürfte ja gar nicht entstehen. Also, die Daten müssen irgendwo festgehalten werden, damit man ein funktionierendes Konstrukt hat. Aber die Leute sind natürlich skeptisch, wenn sie sich nach der Sicherheit fragen und hankerum sogar würde im Raum stehen, jemand von diesen Daten finanziell sich nutzen müssen. Ja, das ist völlig klar, dass eine Lösung, die vom Staat zur Verfügung gestellt ist, oder wenn Sie etwas entwickeln wollen, müssen Sie sichern können, dass diese Daten nicht für kommerzielle Zwecke gebraucht werden. Auf der anderen Seite würde ich sagen, passen wir hier auf. Ich meine, es gibt heute mehr Patientendossier bei den Krankenkassen als bei den offiziellen EPD-Lösungen, die es gibt in der Schweiz und es gibt viel zu viele verschiedene Lösungen im Moment. Das heißt, hier müssen wir schon aufpassen. Ich bin persönlich überzeugt, dass es
absolut kein Weg ist, dass die staatlichen Daten gebraucht werden für kommerzielle Applikationen. Aber wenn ich nehme der EPD, ich meine, hier hat man die Möglichkeit, gewisse Forschung zu tun. Ich denke an Public Health, ich denke an die Pandemie. Wenn wir mit einer EPD gearbeitet hätten, hätte man sicherlich viele Kenntnisse gewonnen mit den richtigen Analysen von den Daten, die zur Verfügung waren. Aber ganz klar, nicht kommerziell, basiert auf einer echten Public Health-Benutzung. Frau Egli, wir haben gesagt, die Daten müssen wir der Bevölkerung in die Sicherheit geben, dass die auch sicher bleiben. Jetzt in dem zweiten Anlauf von der EID, wo der Tisch, glaube ich, einhellig der Meinung ist, die braucht es unbedingt für diverse Sachen oder für die grossen Sachen können umsetzen, ist man jetzt auf dem richtigen Weg von euch aus gesehen? Kann man das Sicherheitsgefühl den Leuten zurückgeben, wo man jetzt in dieser zweiten Version auch sagt, der Bund übernimmt da die entsprechende Verantwortung dafür? Ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, schon während Corona hat sich gezeigt, dass viele Bürger sehr fest am Staat vertraut haben, jetzt beispielsweise mit der Corona-App. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt durch das, was wir beim EID-Gesetz haben, noch mal darüber abstimmen können, ob das auch von privaten Organisationen soll entwickelt werden oder vom Bund. Und klar war von der Bevölkerung, dass sie wirklich wollen, dass es vom Bund entwickelt wird, dass man dort auch wirklich die Absicherung und die Unterstützung hat vom Volk. Frau Päfgen, wir machen jetzt so eine Runde, wo jeder schnell so seine zwei, drei Highlights hat, wenn es um wirklich Frontnutzung geht. Ich bin jemand, der dann irgendwo in ein System rein kann und irgendeinen Dienst kann nutzen kann, der von A bis Z funktioniert. Was wären für euch die wichtigen Anwendungen für Bürgerinnen und Bürger, die sie machen könnten? Schlussendlich habe ich das Gefühl, dass eigentlich alle Anwendungen, die in Interaktion mit einer staatlichen Behörde oder mit einer Verwaltung sollten online möglich gemacht werden, zusätzlich natürlich zu bereits bestehenden Angeboten heute. Wenn man zum Beispiel Estland nimmt, wo ja als Vorzeigeland gilt, wenn es um das Thema E-Government geht, dort sagt man immer, man braucht nur für drei Sachen braucht man eigentlich den analogen Weg, nämlich für das Heiraten, für die Scheidung und für eine Liegenschaft zu kaufen. Und alles andere kann man eigentlich online machen. Und aus meiner Sicht könnte das zum Beispiel eine Ambition sein, aber es dürfte aus meiner Sicht nicht einfach nur sein, digital über allem, sondern einfach, dass man sagt, man baut die Infrastruktur, man baut die Möglichkeit so auf, für die, die es nutzen wollen, und dass man auch wirklich das Potenzial von dieser Digitalisierung, die ja schlussendlich nicht einfach so für Digitalisieren etwas bringen, sondern schlussendlich wirklich ein Ziel erfüllen, nämlich so effizienter werden, so einfacher werden für Bürgerinnen und Bürger und schlussendlich uns allen eigentlich das Leben erleichtern. Claudine Seba, was sind bei euch die wichtigen Punkte? Gehen das in die ähnliche Richtung? Absolut. Und gerade das letzte Wort, das du gesagt hast, für mich relevant. Wir müssen wirklich den Menschen ins Zentrum setzen von dieser Digitalisierung und nicht einfach Technologie oder die Lösung. Und ich denke, es ist wirklich für uns aus Schweiz, wir sind das Land, das sich mit dieser Demokratie erwürdigt. Wir sind ein bisschen Geburtsstätte von dieser Demokratie. Und von dem her ist auch ein E-Voting. Das ist für mich, oder? Da müssen wir jetzt wirklich einen Schritt vorgehen. Und bin ich sehr froh, dass es der gibt, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, dass auch mehr Leute sich eben beteiligen. Und wir sind auch wirklich eine Gesellschaft, die funktioniert, weil wir uns auch beteiligen, weil wir mitbestimmen und dort muss auch der Fokus gesetzt werden, dass es einen Mehrwert gibt für die Mitbestimmung. Aber zwischendurch frage ich mich schon ein bisschen, an was es denn konkret hat. Es gibt ja diverse, auch von der Behörde, Sachen, die ich mich anmelde, registriere, Sachen, die ich ausfülle. Schlussendlich bin ich mal auf dem Kanton gewesen, muss dann im letzten Schritt gleich irgendein Papier noch ausdrucken und denken, was soll jetzt das? Wir haben Firmen und Institutionen wie Post zum Beispiel, und ich mir erstmal verzweifelt habe versucht, wenn dreimal Miss My Post Dings zu machen, und ich habe es nicht geschafft. Also es gibt da irgendwann auch ein Konstrukt, wo man nach 10, 15 Minuten sagt, da rochtet man den Kopf, ich mag gar nicht mehr. Also von mir gesehen funktioniert einfach viel zu wenig, auch noch an diesen Schnittstellen, dass man sich wirklich darauf verlassen kann. Und schlussendlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn alle die ja Endzulösungen anbieten, dann kann das ja nicht die Lösung als solche sein. Weil dann habe ich schlussendlich 15 Logins, oder wo ich da immer angemeldet bin. Und schlussendlich muss man das ja
auf eine vereinfachte, niederschwellige Art herunterbrechen können. Absolut, darum darf es eben nicht sein, dass wir 20 verschiedene Tools haben und sagen, jetzt machen wir da, jetzt gehen wir auf das Corona-App. Das war halt einfach so, weil es war ein Notfall, wir müssen gehen. Und darum ist wirklich der ganzheitliche Ansatz extrem wichtig, und dass es eben einfach ist. Und dann, sonst holen wir auch die Bevölkerung nicht ab. Wie ihr sagt, ich gehe nach 5 Minuten, wenn es nicht geht, schiessen sie in die Ecke und sagen, voilà, dann lasse ich es sein. Also es ist ganz wichtig, dass es einfach ist, dass alle mitgenommen werden, aber dass es einheitlich ist. Das, was der Schneck vorher gesagt hat, ist voll auch meine Meinung. Wir brauchen ein elektronisches Patientendossier. Es kann nicht sein, dass wir da, nur weil man in Freiburg wohnt, einen anderen Zugang hat, als wenn man in Bern wohnt. Ich habe es beim Herrn Schneck vorhin schon so ein bisschen durchgehört. Ihr seid eigentlich mit der Situation nicht zufrieden. Es sollte wahrscheinlich mehr gehen und, wie ich es heute Morgen schon thematisiert habe, vielleicht auch schneller gehen. Weil das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir irgendwo das Ämter Applikationen haben, die aber dann schlussendlich gleich nicht bis zum Ende durchdenkt sind und funktionieren, dass Sachen gar nicht gehen, wo man eigentlich heute erwarten müsste, dass sie gehen. Das ist eigentlich eine nicht haltbare Situation in heutiger Zeit. Und vor allem sehe ich noch nicht wirklich ein Ende vom Licht am Tunnel, weil ich, so wie ich das heute einschätze, das sind ja noch Jahre, die wir da vor uns haben. Ja, das ist völlig klar, dass wir, solange dass wir keine elektronische Identität haben können, wird es noch immer leider Formulare geben, die wir unterschreiben müssen. Das ist die Problematik. Auf der anderen Seite, dass man die ganze Entwicklung jetzt fast stoppt, weil wir diese elektronische Identität noch nicht haben, finde ich völlig kontraproduktiv. Und das ist genau, was passiert mit der EPD. Das heißt, man weiß, dass die Bevölkerung keine kommerzielle EID wünscht. Aber jetzt müssen wir vorwärts machen. Und in die Zwischenzeit, was machen wir? Ich meine, die Banken arbeiten sehr gut digital. Sie haben keine EID. Sie haben andere Lösungen entwickelt, die sehr gut laufen, die genügende Sicherheit anbietet, bis wir das EID zur Verfügung haben. Aber wenn wir stoppen, dann was passiert? Kommen andere Anbieter auf den Markt, was völlig auf einer Seite nicht so schlecht ist. Aber damit erreichen wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir hier viel pragmatischer unterwegs sein müssten. Und ein solches System kann man nicht in einmal fixfertig bauen. Im IT ist es so, es gibt fast einen ewigen Zyklus, die ihnen zwingt, gewisse Sachen neu zu definieren, neu zu entwickeln, dank auch die Technologie, die immer mehr zur Verfügung ist. Und ich bin zuversichtlich, in 5, 6, 7 Jahren werden wir eine gute Lösung haben mit EID, aber was machen wir in der Zwischenzeit? Und da gibt es schon heute Möglichkeiten, das zu überbrücken, bis der andere kommt. Und ich meine, die Bürgerinnen und Bürger sind nicht mehr einverstanden, irgendwo in ein Büro zu gehen. Das heißt, wer von uns hat Lust, in einem Amt an einen Schalter zu gehen und eine halbe Stunde zu warten, obwohl er schon im Frühjahr einen Termin gebucht hat? Und ich meine, die Pandemie hat das sehr gut gezeigt. Das heißt, die ganze Schweiz hat sich geimpft, dank die digitalen Lösungen. Es gab 2, 3 Lösungen für die ganze Schweiz und sicherlich 80-90% der Bevölkerung hat sich elektronisch angemeldet, hat das ganze Prozess elektronisch durchgeführt. Nicht die Impfen, leider, das müsste man noch in die Impfzentrum gehen, aber hat nachher seinen Covid-Pass elektronisch bekommt, elektronisch auf sein Telefon gehabt und so weiter. Und das erwartet alle Bürgerinnen und Bürger für fast alles, was sie mit dem Staat zu erledigen haben. Es gibt sicherlich noch ein paar Ausnahmen, wie wir es gehört haben, wo wir sicherlich noch gern physisch in einen schönen Raum gehen und ein paar Worte hören von ein paar Offiziellen. Ja, Frau Egli, wenn ich da anschließen, die Bevölkerungsschicht gibt es natürlich noch, die das tatsächlich macht, weil sie gar nicht digital ist oder ins digitale Zeitalter erst noch muss geholt werden, aber schlussendlich wird es immer noch Leute geben, die tatsächlich einen Schalter brauchen, die vor Ort kommen. Die darf man ja nicht vergessen. Ja, genau, das ist sicher so. Und ich denke auch,
das ist auch die Herausforderung natürlich an so einem digitalen Servicepublik. Also ich meine irgendwie Google oder die andere IT-Firmen, die können sich ganz spezifisch auf eine Zielgruppe beschränken und dann Funktionen für diese Zielgruppe entwickeln. Und ein digitaler Servicepublik muss natürlich wie alle abholen. Und dort, man denkt häufig vielleicht so ein bisschen an die ältere Bevölkerungsschicht, aber ich glaube, das ist nicht mal das grösste Problem, sondern wir haben vielleicht auch finanziell beschränkte Mittel bei einzelnen Leuten oder es gibt verschiedene Arten von Menschen mit Behinderung, die vielleicht auch nicht jedes digitale Tool nutzen können. Und ich glaube, dort haben wir auch noch einen langen Weg zu gehen, dass wir die wirklich alle einbinden können. Claudine Seiber, was ist das größere Problem? Die Leute, die aber noch nicht digital unterwegs sind, auf die Schiene bringen? Oder die eigentlich gerne wollen, quasi sich müssen erklären, warum sie sich noch ein bisschen in Geduld müssen üben? Ich glaube, das Zweite, es gibt sicher einen Teil der Bevölkerung, den man nicht überzeugen kann. Und das ist auch völlig okay. Wir leben in einem freien Staat. Man darf sich dem auch verwehren. Für das wird es weiterhin Schalter geben. Und das ist auch wirklich, finde ich, total eine akzeptable Position. Wir, die jetzt hier wollen, haben also das elektronische Patientendossier jetzt schon auf dem Kanton Bern, müssen wir nicht wundern. Für uns muss es einfach einfacher werden. Und jetzt logisch sagen wir ja Sicherheit, aber ich bin sehr auch beim Herrn Schneck. Wir dürfen nicht einfach warten und so ein bisschen den Hot Potato zuschießen. Ja, der Bund soll, ja nein, der Staat soll, ja, nicht der Kanton soll, sondern wirklich auch, das ist ja in einem IT-Projekt, wirklich so ein Wagen, testen, schauen, was geht nicht, voneinander lernen, wegkommen von dem Silo-Denken, oder? Dass nur Gesundheit da ist und Sicherheit da ist und das Justizamt da ist, sondern wirklich miteinander lernen. Und dort ist das Ökosystem, das wir eben auch mit Smart City Bern haben, so wichtig, oder? Dass wir aus diesen Silos rauskommen, neu denken und die Prozesse wirklich neu anschauen. Und das braucht Zeit, das ist ja so. Datenschutz ist für mich dort der oberste Priorität. Aber jetzt müssen wir schon mal einen Gang rauf tun. Obwohl wir ja nicht mehr Auto fahren eigentlich heute. Aber genau. Einen Gang im Elektrobike kommen, jetzt muss einfach einen Gang rauf gehen. Ja. Die Stadt Bern ist ja gar nicht so schlecht drin, wenn ich da heute Morgen anschaue, wo ich mit dem Alec fotografiert und mit dem Jonathan Gimmel habe geredet. Wie gesetzt beim Kanton Bern? Sie sagen es, wie sieht es mit dem Kanton Bern aus? Sind wir genug mutig, für da voranzuschreiten und irgendwo durch auch Vorreiterrollen einzunehmen? Oder können wir das als Kanton nicht, weil es halt immer schlussendlich eine Gesamtlösung mit allen muss sein? Ja, ob wir genug mutig sind, das will ich vielleicht nicht unbedingt beantworten. Mindestens haben wir auf Ebene Kanton entschieden, Digital First. Und das ist eine Grundlage, die ich sehr wichtig finde. Jetzt müssen wir diese noch umsetzen. Und ich glaube, die Bevölkerung wartet auf diese Umsetzung. Ich sehe es in meiner Direktion, wo ich auch ziemlich viele Kontakte habe, direkt mit der Bevölkerung. Ich denke an die ganze Kita-Gutscheine. Da haben wir es mit einem elektronischen System, einem digitalen System entwickelt. Läuft sehr gut, kann noch viel vereinfacht werden. Aber hier haben wir auch oft Problematik von Datenschutz. Es ist etwas, die mich immer ärgert, wenn ich ein System benutze, wo ich für das x-te Mal wieder meine Telefonnummer eingeben muss, obwohl schon 4, 5 oder 10 Ämter in eine Verwaltung diese schon hat. Das sind kleine Sachen, aber um das zu brechen, braucht es ziemlich viele Gesetzänderungen. Unser System ist, muss man es sehen, die Demokratie ist sicherlich das beste System, aber sicherlich nicht das beste geeignete, um in Digital World schnell vorwärts zu machen. Das müssen wir akzeptieren. Das hat auch seine Vorteile. Ich sage nicht, dass wir jetzt alles über Bord werfen müssen. Aber das sind Gedanken, die wir unbedingt machen müssen. Wer würde sich ärgern, wenn er für ein Baugesuch seine Telefonnummer eingegeben hat, dass er diese nicht mehr eingeben muss für seine Kita-Gutschein für seine Kinder? Ich gehe davon aus, ungefähr niemand. Das ist eine kleine Sache, aber sehr, sehr oft sind wir in diesem Bereich ein bisschen blockiert, um wirklich effiziente, einfachere Lösungen zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite, wo wir eine Lösung zur Verfügung gestellt haben, ist diese Lösung stark gebraucht. Das hat sich gezeigt eben mit Impfen, das hat sich gezeigt mit Testen, das hat sich gezeigt mit Kita-Gutscheine. Überall, wo wir etwas
zur Verfügung von der Bevölkerung gestellt haben, ist es gebraucht. Nehmen Sie die Steuererklärung. Wie viele Leute benutzen diese elektronischen Wege noch nicht? Das ist eine ganz kleine Minderheit. Klar, für diese Minderheit müssen wir eine Lösung zur Verfügung haben. Diese Lösung haben wir. Das ist das Gleiche mit den Banken. Es gibt nicht viele Banken, die das Risiko nehmen, nur noch digital unterwegs zu sein. Es gibt ein paar Neuanbieter, die eine andere Zielgruppe haben als die Gesamtbevölkerung in der Schweiz. Aber die anderen bieten noch immer einen Service, vielleicht nicht mehr mit der Qualität oder die Granularität, die man es wünscht. Man sieht es, wie viele Bankfilialen in den letzten Jahren geschlossen worden sind. Aber jeder kann noch immer sein Business mit seinem Bankkonto erledigen. Aber ich stelle schon immer wieder fest, es lässt sich auf zwei Sachen abbrechen. Also wie wett, aber alles rundherum funktioniert noch nicht so ganz, wie man es eben will, weil verschiedene Stellen auch gleich nicht miteinander und zu wenig schnell. Aber eigentlich will jeder. Und das andere ist, ohne eine Idee müssen wir eigentlich diverse Themen gar nicht weiterverfolgen. Das sehe ich richtig. Also aus meiner Perspektive ist es eigentlich sind zwei Sachen. Das eine ist, dass wir als Schweiz, uns geht es so gut. Es funktioniert alles im internationalen Vergleich hervorragend. Wir haben eines der besten Systeme, super analoge Verwaltung. Aber wir haben auch keinen Druck. Das heisst, oder, viele Leute sagen, ja, wieso muss man sich verändern, weil es funktioniert ja alles so, wie es ist. Und ja, aber es hat ja viel auch mit Nachhaltigkeit zum Beispiel zu tun, diverse Themen, wo man durchaus ja auch von dem her einen Mehrwert generieren. Also das plakative Beispiel ist der Papierverbrauch zum Beispiel runterbringen und auf Null zum Beispiel. Absolut, das ist ein weiterer Punkt, wieso es sich lohnen würde. Aber genau, wir sind in einer sich verändernden internationalen Lage, wir sind auch in einer sich verändernden also aus einer politischen Perspektive und. Ich glaube, wir können uns als Schweiz einfach nicht mehr erlauben, davon auszugehen, dass es alles so wird bleiben und dass wir den Wohlstand, so wie wir ihn heute haben, so können erhalten können. Und darum ist die Digitalisierung wirklich einfach ein Tool, eine Möglichkeit, nicht nur für die Verwaltung, aber auch sonst als Gesellschaft, als Wirtschaft uns kann weiterhelfen, für sich gut aufzustellen für das 21. Jahrhundert. Also einerseits aber der Druck und andererseits, und wir haben es mehrere Mal gehört heute, das politische System natürlich, wo man einerseits möchte Kompromisse finden, wo man alle partizipieren und das hat sehr grosse Vorteile, dass natürlich Entscheidungen auch möglichst breit abgestützt sind, möglichst nachhaltig aufgestellt sind. Aber im Bereich Digitalisierung ist das eher eine Herausforderung, weil natürlich die verschiedenen Stellen sich dann auch sagen können, okay, das ist nicht in unserem Zuständigkeitsbereich, sondern das ist die andere Stelle. Und ich glaube, genau dort, aus meiner Perspektive, braucht es wie auch mehr Mut und vielleicht auch wirklich auch eine Vision, wo man sagt, wo möchte man eigentlich als Schweiz weiter hin. Claudine Seyfey, ja, bei euch vorhin im Projekt hast du noch ganz viel Luft gegen Ufer, was man eigentlich sollte und wette. Ich habe vorhin auch ein bisschen gelächelt, als ich gesagt habe, wie vorwärts die Stadt Bern hat gemacht. Also, die sieht die Problematik auch. Jetzt hat vorhin der Schneck diverse Sachen gesagt, die im Kanton gegangen sind oder gehen, auch wegen der Pandemie. Und man hat gezeigt, wie schnell man etwas machen kann. Also auf diesem Turbo muss man eigentlich draufbleiben. Bleiben. Es passiert aber wie nicht. Absolut. Nein, ja, das ist mir vorgesehen. Jetzt muss man einfach vom Talking ins Doing gehen. Auf Bernisch müssen wir aufhören schnurren, jetzt müssen wir einfach machen. Und wir haben es gesehen, dass wir es machen können. Und darum, oder, es ist schon gut, dass wir immer noch darüber reden. Aber jetzt hier denken wir vier sind uns alle gleicher Meinung. Jetzt muss man wirklich machen. Und dort ist auch eine Stadt Bern natürlich gefordert. Oder? Das ist gut, aber sie haben wirklich Baustellen, Schulinformatik, Base for Kids, ein Riesenthema. Mein Kind hat immer noch kein iPad, für jetzt so laut zu sagen, ist in der dritten Klasse. Also, wir haben wirklich, jetzt muss man dort wirklich den Turbo einlegen. Und auch nicht so Angst haben, wenn dann halt etwas falsch geht oder vielleicht nicht so richtig geht. Es geht um Kommunikation. Wenn man den Leuten sagt, das testen wir jetzt, ihr seid jetzt hier die vier, die das austesten, dann machen die Leute das. Dann hat man nämlich die First Movers dabei und dann ist es so okay, wenn sie das challengen können. Und dort rein müssen wir jetzt gehen. Also weniger schnurren, mehr machen.
Fröhli, weniger schnurren, mehr machen. Das heisst, man muss diverse, nicht nur Leute, sondern auch Institutionen und Behörden stellen und einfach, wie gesagt, die richtigen Leute, zum Teil noch ein bisschen aus der Lethargie rausholen. Ja, ich würde sagen, also ich meine eben, ich komme ja auch aus der Softwareentwicklung und dort ist es jetzt, also geht es ja auch heutzutage darum, dass man möglichst viel einfach mal etwas ausprobiert und dann, wenn man merkt, es geht in die falsche Richtung, dass man möglichst schnell kann wieder in die richtige Richtung gehen. Also es geht dort auch um eine Risikominimierung, wenn man vielleicht einmal mit einem halbfertigen Produkt rausgeht und das mit richtigen Leuten, mit der Bevölkerung gerade direkt testen will. Ich glaube, wenn man dort wie mal ein bisschen mutiger wäre, dann würde man sicher ein bisschen schneller weiterkommen. Wunderbar, merci vielmals für die äußerst spannende Runde. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem Jahr, wieder am Digitaltag hier in Bern 2023. Und ich hoffe, dann ist dann wirklich etwas gegangen. Ja. Und danke für die spannende Runde. Danke Martina Egli, merci vielmals Pierre-Alain Schneck. Danke Liniane Pöfger und danke auch Claudine Seiva für euren Besuch hier am Mittagstisch vom Digitaltag 2022. Wir sind näher in Kürze zurück. Ebenfalls spannendes Thema, digitale Bildung und der Fachkräftemangel, wo wir in diversen Branchen haben, nicht nur die, wo wir immer darüber reden. Ganz spannendes Thema in Kürze hier bei uns. Bleibt also dran, bis näher.